Hallo zurück bei einem neuen Jagdreisen-Länderporträt. In dieser Folge geht es in den Süden, und zwar nach Spanien. Ich wünsche viel Spaß und wie immer geht's nach dem Intro direkt los. Am Anfang, wie immer, zunächst der Faktencheck. Mit einer Gesamtfläche von ca. 504.650 Quadratkilometern ist Spanien ca. 41% größer als Deutschland. Die Waldfläche beträgt 37%, die landwirtschaftliche Fläche 52%. Spanien hat 47,42 Millionen Einwohner. Davon sind 850.000 Jäger, was 1,8% ausmacht. Die Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer beträgt 95 Leute. Gehen wir nun über zum Jagdsystem. In Spanien gibt es das Reviersystem. Hierbei ist die Mindestgröße von einem Niederwildrevier 250 Hektar, für ein Großwildrevier 500 Hektar. Grundstücksbesitzer mit kleineren Grundstücken können sich zu Gemeinschaftsjagdbezirken zusammenschließen. Hierfür ist die Mindestgröße für ein Niederwildrevier 500 Hektar und für ein Großwildrevier 1000 Hektar. In Ausnahmefällen können Niederwildreviere jedoch bereits ab 20 Hektar ausgewiesen werden. Zusätzlich gibt es Jagdgelegenheiten in staatlichen Nationalparks oder Jagdreservaten. In der Nähe von Siedlungen gibt es sogenannte Sicherheitszonen. Dort gibt es verschärfte Sicherheitsvorgaben oder gegebenenfalls ruht dort die Jagd komplett. Wie in anderen Ländern muss auch in Spanien die Jägerprüfung abgelegt werden. Wenn man dann seinen Jagdschein gelöst hat, ist dieser dann immer für 5 Jahre gültig. Nun ein paar Worte zu den jagdlichen Vorschriften. Hierzu kann gesagt werden, dass jede Region ihre eigenen Vorschriften hat. Daher war es sehr schwer, diese zusammenzufassen und werde nur grob auf diese eingehen. Generell ist die Jagd mit der Büchse, Flinte oder Druckluftwaffen erlaubt. Ebenfalls ist die Bogenjagd erlaubt. Darüber hinaus wird gern die Falknerei ausgeübt. Mit der Erlaubnis der Eltern kann man bereits ab 14 Jahren die Jagd ausüben. In einigen Regionen ist auch die Jagd mit halbautomatischen Waffen und Nachtzieltechnik erlaubt. Wie kann man nun eine Jagd in Spanien organisieren? Viele Jagdreiseanbieter haben Spanien in ihrem Angebot, vor allem auf die Hauptwildarten. Die direkte Buchung bei Veranstaltern ist gelegentlich möglich, zum Beispiel bei spanischen Jagdunternehmen oder Clubs. In diesem Fall spart man sich die Vermittlung oder Bearbeitungsgebühr. Dies ist meist die einzige Möglichkeit, um auf weniger gefragte Wildarten in Spanien zu jagen, wie zum Beispiel das Dammwild, Muffelwild oder auch die Einzeljagd auf Schwarzwild. In der Regel wird mit dem Flugzeug angereist. Am Flughafen wird man dann vom Jagdführermeister abgeholt. Die Waffeneinfuhr ist mit dem europäischen Feuerwaffenpass problemlos möglich. Trophäen werden dann meist per Paket nach Hause geschickt. Die Unterbringung erfolgt in der Regel in Fincas oder Hotels. Diese haben meist einen sehr hohen Standard und sind zum Teil sehr luxuriös. Diese Unterkünfte haben meist Vollpension und die Verpflegung erfolgt in eigenen Restaurants mit landestypischer Küche. Der Vorteil ist, dass es neben der Jagd auch meist viele andere Angebote gibt. Zum Beispiel einen Pool, einen Wellnessbereich, Wandern, Angeln, Reiten, Golf und vieles mehr. So kann eine Jagdreise mit einem Familienurlaub kombiniert werden. Bevor wir zu den Wildarten übergehen, noch ein paar Worte zur Geografie Spaniens. Die Landschaften Spaniens sind zum Teil sehr unterschiedlich. Es gibt Gebirgszüge, Hochlandflächen, aber auch Tiefebenen. Dies ergibt die verschiedensten Biotope für die verschiedensten Wildarten. Beginnen wir nun mit den einzelnen Wildarten. Die beliebteste Wildart Spaniens ist der iberische Steinbock mit seinen 4 Unterarten. Ich werde nun auf jede einzelne Unterart eingehen. Beginnen wir mit dem Besite-Steinbock. Dieser kommt an der Ostküste Spaniens vor, genauer nordwestlich von Valencia. Die Jagdzeit beginnt am 15. Oktober und endet am 31. Mai. Generell kann gesagt werden, dass bei dieser Unterart und bei allen folgenden Unterarten der beste Zeitpunkt für die Jagd sich über die gesamte Jagdzeit erstreckt.
Der Besiete Steinbock ist die größte Unterart und auch die beliebteste. Die Deckenfarbe ist von allen Unterarten am dunkelsten. Sie erreicht ein Gewicht von über 80 Kilogramm und eine Hornlänge von bis zu 95 cm. Die Hornform ist meist bogenartig nach außen geformt und hat meist eine sehr weite Auslage. Hier ein pauschales Preisbeispiel. Die Jagdkosten für diese Unterart befinden sich im Mittelfeld von allen Unterarten. Die zweite Unterart ist der Gredos Steinbock. Dieser kommt westlich von Madrid im Gredos Gebirge vor. Bei diesem beginnt die Jagdzeit am 1. September und endet am 31. Mai. Mit bis zu 80 Kilogramm ist es die zweitstärkste Unterart. Die Hornlänge beträgt bis 95 cm und die Hornform ist lyraförmig. Von allen Unterarten ist diese am teuersten zu bejagen. Auch hier wieder ein pauschales Preisangebot. Die Preise sind wirklich sehr, sehr teuer, jedoch gibt es gelegentlich auch etwas günstigere Angebote als dieses aufgeführte hier. Ich vermute, dass die hohen Preise auf die Nähe zu Madrid herzuführen sind. Der Fakt, dass die Reviere von der Großstadt Madrid aus schnell erreichbar sind, hat die Preise wahrscheinlich in die Höhe getrieben. Dies ist jedoch meine persönliche Vermutung und es gibt keinerlei Belege dafür. Kommen wir nun zur dritten Unterart, dem Sierra Nevada Steinbock. Dieser kommt nordöstlich von Malaga in der Sierra Nevada vor. Hier beginnt die Jagdzeit am 1. Oktober und endet am 30. April. Hierbei handelt es sich um die drittgrößte Unterart und ist etwas kleiner als der Gredos Steinbock. Die Deckenfarbe ist bei dieser Unterart sehr unterschiedlich, von verschiedenen Schwarz- bis zu Brauntönen. Die Hornformen sind auch sehr unterschiedlich und die Hornlänge beträgt ca. 70 bis 75 cm. Von allen Unterarten ist diese am günstigsten zu bejagen. Auch hier wieder ein Preisbeispiel. Auffallend ist, dass bei dieser Unterart meist Pauschalen ungeachtet der Trophäenstärke angeboten werden. Zu guter Letzt noch die vierte Unterart, der Ronda Steinbock. Dieser kommt westlich von Malaga um die Stadt Ronda vor. Die Jagdzeit beginnt am 1. Oktober und endet am 30. April. Es handelt sich hierbei um die kleinste Unterart mit dem kleinsten Verbreitungsgebiet. Die Deckenfarbe ist die hellste von allen Unterarten. Auffallend ist, dass die Hornform sehr eng und hochgestellt ist. Die Länge beträgt bis ca. 68 cm. Auch hier wieder ein Preisbeispiel. Die Preise befinden sich eher im Mittelfeld. Abschließend kann zu den spanischen Steinböcken gesagt werden, dass dies eine günstige Alternative zum Alpensteinbock ist. Die Bejagung des Alpensteinbocks ist meist doppelt so teuer. Darüber hinaus sind die spanischen Steinböcke meist deutlich leichter zu bejagen als der Alpensteinbock und man braucht weniger Kondition. Es wird ausschließlich auf der Pirsch gejagt. Kommen wir nun zu einer weiteren interessanten und seltenen Wildart, dem Mähnenschaf. Das Mähnenschaf kommt in Spanien ausschließlich im Südosten vor, und zwar in den Regionen Murcia und Almería. Die Jagdzeit startet am 12. Oktober und endet am 28. Februar. Es kann die gesamte Jagdzeit erfolgreich gejagt werden. Diese Wildart kommt ursprünglich aus Nordafrika und ist heute neben Spanien auch noch in den USA und Kroatien bejagbar. Hierbei tragen beide Geschlechter Schnecken, die der Männchen sind stärker ausgeprägt. Die Schnecken erreichen eine Gesamtlänge von bis zu 80 cm. Das Lebendgewicht beträgt bis 140 Kilogramm und sie werden bis zu 150 cm lang. Außerdem sind sie sehr gute Kletterer und kommen ebenfalls im Gebirge vor. Auch hier wird ausschließlich gepirscht auf diese Wildart. Nun noch das obligatorische Preisbeispiel. Gelegentlich gibt es auch Pauschalangebote. Die begehrteste und edelste Wildart Spaniens ist das Rothuhn. Die Jagdzeit beginnt Mitte Oktober und endet Mitte März. Der beste Zeitpunkt für die Jagd ist jedoch Oktober bis Februar. Das Rothuhn ist sehr weit verbreitet in Spanien
Unter anderem kommt es auch auf Mallorca vor. Bei der Buchung einer Jagdreise ist Vorsicht geboten. Gelegentlich wird auch freigelassenes Wild gejagt. Wer das nicht möchte, soll sich vorher ausgiebig erkundigen. Die traditionelle Jagdart ist die Treibjagd. Diese sind meist sehr luxuriös und extremst teuer. Seltener wird aber auch die Jagd mit dem Vorstehhund angeboten. Diese Jagdart ist meist deutlich günstiger. Generell kann gesagt werden, dass eine gute Schießfertigkeit von Vorteil ist. Die Hühner kommen meist sehr hoch und sehr schnell. Auf den luxuriösen Treibjagden werden meist hochwertige Doppelflinten verwendet. Auch hier wieder ein Preisbeispiel. Wie bereits erwähnt, sind die Preise sehr teuer, es gibt aber auch gelegentlich Angebote um die 2000 Euro. Eine eher unbekannte Wildart ist der Bock Balear. Dies ist eine verwilderte Ziegenart, die nur auf Mallorca vorkommt. Sie wurde vor ca. 2000 Jahren vor Christus auf die Insel gebracht und hat sich dort wild stark verbreitet. Und ja, es ist echtes Wild. Die Jagd ist sehr fordernd und vergleichbar wie die Jagd auf den spanischen Steinbock. Leider sind aufgrund der Nachfrage die Preise in den letzten Jahren stark explodiert. Die Ziegen erreichen ein Gesamtgewicht von ca. 45 bis 60 kg und eine Schulterhöhe von 70 cm. Die Deckenfarbe ist rotbraun mit schwarzen Streifen. Die Hörner sind nach hinten gerichtet und spiralförmig. Klassisch wird auf diese Wildziegenart auch gepirscht. Auch hier wieder ein Preisbeispiel und wie gesagt, die Preise sind wirklich sehr, sehr hoch. Kommen wir nun zu einer Wildart, die bis vor 10 Jahren für ausländische Jäger noch relativ unbekannt war in Spanien, dem Rehbock. Die Jagdzeit auf den Rehbock beginnt im April und endet im Juli, startet dann wieder im September und endet im Oktober. Einzig in der Region Aragon kann auch im August gejagt werden. Das Rehwild hat selbst heutzutage noch nicht alle Teile Spaniens erobert. Es ist jedoch zurzeit auf dem Vormarsch. Wie bestimmt bekannt ist, gibt es in Spanien neben Schweden die stärksten Böcke Europas. Die Trophäenbewertung wird meist nach CIC durchgeführt und dementsprechend abgerechnet. Eine Besonderheit des spanischen Rehwilds gibt es im Süden des Landes, eine Unterart. Darauf werde ich später nochmal eingehen. Die klassischen Jagdarten auf den Rehbock in Spanien sind die Pirsch, die Blattjagd, die Treibjagd und die Bogenjagd. Das Rehwildvorkommen kann in vier Regionen eingeteilt werden. Zum einen die nördlichen Provinzen. Hier ist der Bestand sehr hoch, aufgrund der armen Böden sind die Trophäen jedoch meist gering. Als zweites die Pyrenäen. Hier ist der Bestand eher gering, die Trophäen durchschnittlich. In Zentralspanien findet man die besten Rehwildreviere Spaniens. Die Dichte an sehr starken Trophäen sind sehr hoch. Böcke über 150 CIC sind möglich. Eine Ausnahme mit noch stärkeren Trophäen bildet Aragon. Hier breitet sich das Rehwild zurzeit allerdings noch aus, ist nicht flächendeckend vorhanden, aber die Böcke, die vorhanden sind, sind meist Ausnahmetrophäen. In den südlichen Provinzen kommt die angekündigte Unterart vor. Dabei handelt es sich um den maurischen Rehbock. Diesen seht ihr auf dem Bild im Hintergrund. Diese Unterart bildet die südlichste Rehwildpopulation in ganz Europa. Dieses Rehwild ist deutlich geringer und kleiner als das normale Rehwild. Auffallend ist, dass das Abwerfen, das Fegen und die Brunft einen Monat früher als normal stattfindet. Aufgrund der dichten Vegetation wird von den Einheimischen meist die Treibjagd durchgeführt auf diese Rehwildart. Dabei kommen meist Schrotflinten zum Einsatz. Für ausländische Jäger ist es so gut wie unmöglich, diese Unterart zu bejagen, außer man hat Connections in die südlichen Gebiete. Hier ein Preisbeispiel für eine Bockjagd in Aragon. Kommen wir nun zu einer Jagdart, die weit über die Landesgrenzen hinaus in Spanien bekannt sind. Die Montería. Die Montería ist eine groß angelegte Bewegungsjagd. Diese ist jedoch nicht mit der klassischen Drückjagd zu vergleichen. Auf diesen Jagden wird der Großteil des jährlichen Abschusses erfüllt. Diese Jagden sind zum Teil sehr exklusiv und luxuriös. Das spiegelt sich auch im Preis meist wider.
Hierbei werden riesige Gebiete von mehreren tausend Hektar durchtrieben. Dabei kommen sehr große Hundemeuten zum Einsatz, zum Teil 100 bis 200 Hunde. Die Schützen haben meist einen Platz am Boden, an markanten Punkten, wo zum Beispiel Wechsel entlang führen. Anders als auf normalen Drückjagden sind die Stände meist deutlich weiter auseinander. Des Weiteren muss meist sehr weit geschossen werden, zum Teil über 100 bis 200 Meter, auch auf flüchtiges Wild. Da ist selbstverständlich niemand gezwungen zu schießen, wem es zu weit ist, lässt einfach den Finger gerade. Wie bei vielen anderen Sachen gilt auch hier andere Länder, andere Sitten. Dies spiegelt sich auch in der Freigabe wider. Beispielhaft ist hier die Freigabe bei den Rothirschen. Hirsche mit mindestens drei Enden sind freigegeben, sowie alle stärkeren Hirsche, Spießer sind dagegen tabu. Auf dem eingeblendeten Bild seht ihr eine klassische Strecke einer Monteria und die spanische Art des Streckelegens. Preislich liegt die Monteria deutlich über den Drückjagden. Aufgrund der unterschiedlichen Wildvorkommen sind die Preise sehr unterschiedlich. Hier werde ich nur eine Leitlinie vorgeben. Für eine dreitägige Jagd muss mit allem Drum und Dran ca. 3.000 bis 4.000 Euro gerechnet werden. Hierbei sind dann meist die Abschüsse von allem weiblichen Wild sowie mit einer begrenzten Anzahl von Trophäenträgern enthalten. Je nach Revier wird dann auf einer dreitägigen Jagd mit ca. 200 bis 300 Stück Wild auf der Strecke gerechnet. Einige Jagdanbieter bieten sogar Streckengarantien an. Übrigens finden diese Jagden von November bis Ende Februar statt. Es ist wirklich eine sehr traditionelle und exklusive Jagd und jeder sollte mindestens einmal im Leben so eine Jagd erlebt haben. Kommen wir nun noch zu den Schalenwildarten, die klassisch auf der Monteria bejagt werden. Selbstverständlich können diese Wildarten auch auf der Einzeljagd in Spanien bejagt werden. Spezielle Angebote konnte ich zurzeit leider nicht ausfindig machen, gelegentlich sind diese aber vorhanden. Hier wäre vor allem der Rothirsch zu nennen, welcher vor allem in Zentralspanien vorkommt. Die Trophäen sind meist nicht so stark wie in Mitteleuropa, so ca. um die 5 bis 6 Kilo maximal. Die meisten Hirsche erinnern eher an schottische oder Berghirsche. Die Jagdzeiten auf das Rotwild sowie auf die folgenden Wildarten sind relativ unterschiedlich je nach Region. Aus diesem Grund habe ich diese nicht aufgeführt. Bei einer geplanten Jagdreise einfach den Anbieter fragen. In einigen Gebieten Spaniens ist auch das Dammwild weit verbreitet. Dieses kommt in freier Wildbahn oder in Gattern vor. Das Verbreitungsgebiet ist vor allem Zentral- und Südspanien. Die Trophäen der Dammhirsche werden in Spanien zum Teil recht stark, gelegentlich über 3,5 Kilogramm. Muffelwild kann ebenfalls in Spanien bejagt werden. Dabei finden die Jagden jedoch meist in Gattern statt. Freilebendes Muffelwild gibt es auch, ist jedoch deutlich seltener. Zu finden ist das Muffelwild vor allem in Zentralspanien, sowie im Südosten des Landes. Es gibt auch einen Bestand in den Pyrenäen, aufgrund des Wolfes ist dieser jedoch sehr klein geworden. Auf der Monteria ist der Muffelwilder eine sehr begehrte Beute und die Schnecken werden zum Teil recht stark. Die beliebteste Wildart auf der Monteria ist mit Abstand in Spanien das Schwarzwild. Dieses ist auch in Spanien weit verbreitet und macht zum Teil große Schäden in der Landwirtschaft. Auffallend ist, dass das spanische Schwarzwild deutlich kleiner ist als das aus Mitteleuropa und deutlich dunkler gefärbt. Die Trophäen sind jedoch meist sehr stark. Bei den Bogenjägern in Spanien ist das Schwarzwild ebenfalls begehrt. Hierbei erfolgt die Jagd meist an Kehrungen. Hierbei hat Spanien den großen Vorteil, dass in den weiten Wildnisgebieten das Schwarzwild zum Teil tagaktiv ist. Eine Schalenwildart, die nicht auf der Monteria bejagt wird, aber in Spanien bejagbar ist, ist das Gamswild. In Spanien kommen zwei Unterarten vor. Zum einen die Pyrenäengams und die kantabrische Gams. Wie der Name schon sagt, kommt die Pyrenäengams in den Pyrenäen vor, und zwar an der Grenze zu Frankreich. Die kantabrische Gams kommt etwas weiter westlich vor, in Nordspanien. Die kantabrische Gams ist etwas kleiner als die Pyrenäengams. Außerdem ist sie etwas heller und die Trophäen sind deutlich geringer.
Auch die Jagdzeiten sind unterschiedlich. Die Pyrenäengams kann vom 15. Oktober bis 31. Dezember sowie vom 1. März bis 15. Mai bejagt werden. Die kantabrische Gams dagegen vom 1. Mai bis zum 15. Juli und vom 1. September bis zum 15. November. Wie bei fast allen Gamsjagden wird auch hier gepirscht. Hier wieder ein Preisbeispiel. Generell kann gesagt werden, dass diese Unterarten deutlich teurer zu bejagen sind als die Alpengams. Zwischen diesen beiden Unterarten ist die Pyrenäengams teurer als die kantabrische. Der Jagdreiseanbieter, wo ich dieses Angebot gefunden habe, bietet außerdem eine Kombijagd an, bei der beide Unterarten in einer Jagd bejagt werden können. Zu guter Letzt noch das restliche Niederwild. Hier noch eine Übersicht über die weiteren bejagbaren Niederwildarten. Hierbei ist vor allem die Jagd auf das Wildkaninchen zu erwähnen. Diese Jagd ist sehr traditionell und weit verbreitet in Spanien. Jagdgelegenheiten findet man meist nur über eigene Connections. Gehen wir nun auf die Ausrüstung für Spanien ein. Als Waffe für die Bergjagd empfiehlt sich ein robuster Repetierer oder eine leichte Kipplaufbüchse. Für die Monteria ein Repetierer, ein Selbstlader oder ein Vorderschaftrepetierer. Beliebte Kaliber in Spanien sind die 270 Winchester, die 7mm Remington Magnum, die 3006 oder die 300 Winmag. An weiterer Ausrüstung werden gut eingelaufene Bergstiefel sowie ein gutes Fernglas mit mindestens 10-fach Vergrößerung empfohlen, gerne auch mit Entfernungsmesser. Für die Bergjagd wird ein hochwertiges Zielfernrohr mit höherer Vergrößerung und kleinem Objektivdurchmesser empfohlen, zum Beispiel 42 oder 50 mm. Für die Monteria würde ich eher ein variables Ansitzglas wählen, anstatt eines Drückjagdglases, aufgrund der meist weiten Entfernung, die geschossen werden muss. Im Sommer sollte man leichte und dünne Bekleidung tragen, von Oktober bis April wetterfeste, robuste Kleidung. Generell gilt am Berg nur das Nötigste mitnehmen, um Gewicht zu sparen, denn alles muss mit auf den Berg geschleppt werden. Außerdem sollte man bei Sommerjagden den Sonnenschutz und Getränke nicht vergessen. Zu guter Letzt noch einige weitere Tipps. Generell sollte man bei der Bergjagd über etwas Kondition verfügen. Man braucht zwar nicht so gut trainiert sein wie in den Alpen zum Beispiel, aber trotzdem ist es von Vorteil, etwas fit zu sein. Möchte man in einem leichteren Revier jagen, kann man dies mit dem Jagdreisebüro absprechen. Diese sind meist sehr behilflich. Außerdem sollte das Schießen im Liegen sowie auf weite Entfernungen geübt werden, da dies in Spanien sehr häufig vorkommt. Generell, ob mit der eigenen Waffe oder Leihwaffe gejagt wird, ein Probeschuss ist Pflicht. Dies gilt vor allem im Gebirge, wo sich die Treffpunktlage aufgrund des geringen Luftdrucks verändern kann. Wie bereits im Video zum Jagdland Österreich erwähnt, ist der Spruch "Bergrauf, Bergrunter, halt immer drunter" überholt. Man sollte möglichst mit dem Absehen im Wildkörper bleiben. Dies wurde in vielen Feldversuchen bestätigt. Empfehlenswert zu diesem Thema wäre die DVD "Der Schuss im Berg" von Blaser. In diesem Film wird genau dieser Feldversuch durchgeführt. Ich finde, jeder Bergjäger sollte sich dieses Video einmal anschauen. Mein Anliegen am Ende des Videos ist wie immer das Trinkgeld für den Jagdführer nicht vergessen. Nun noch ein Anliegen in eigener Sache. Ich hatte in meinem ersten Jagdreisen-Länderporträt, wo es um Polen ging, gesagt, dass ich versuchen wollte, jede Woche ein Video hochzuladen. Immer freitags um 18 Uhr. Ich habe in den letzten Wochen jedoch bemerkt, dass es sehr zeitintensiv ist, die ganzen Sachen zu recherchieren und alles zusammenzuschneiden und das Video fertigzustellen. Ich mache diese Videos rein in meiner Freizeit. Die letzten Wochen habe ich es leider aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen nicht geschafft, jede Woche ein Video hochzuladen. Dafür entschuldige ich mich. Zukünftig möchte ich gerne versuchen, die Videos vorzuproduzieren, sodass jede Woche ein Video hochgeladen werden kann. Bitte verzeiht es mir, sollte es einmal nicht klappen an einem Wochenende, dann wird spätestens am nächsten Wochenende garantiert eins kommen. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Außerdem würde ich mich über ein Abo und einen Daumen hoch sehr freuen. Auch über einen netten Kommentar. Es ist alles kostenlos und hilft mir, meinen Kanal weiter aufzubauen. Bis zum nächsten Mal,
beim Jagdreisen Länderporträt.